Geschichten aus dem Berner Oberland. Denisen. Vom Run auf den Gipfel heute und früher. Das Simmental und seine Kultur. Von Kühen, Pferden und Zimmermannskunst. Der Grimsel. Natur und Technik in imposanter Landschaft. Auf dem Niesen, dem magischen Berg im Berner Oberland, am Fuße des Thunersees. Für Menschen mit Lust auf Fernsicht rundherum. Und mit Blick auf die legendären Eiger, Mönch und Jungfrau. Überhaupt auf die ganze Alpenkette und über Thun hinaus bis in den Jura. Denisen ist für die einen Entschleunigung, für die anderen Sprungbrett. Der Architekt Hans Winiger hat Denisen erforscht. Auch seine Entstehung und das Gestein, das etwa für Schultafeln abgebaut wurde. Der Berg besteht aus Niesenfriesch, das ist Ton- und Mergelschiefer. Entstanden im Urmittelmeer, das heißt eigentlich in Libyen. Er begann sich vor 70 Millionen Jahren zu falten. Noch heute wächst er 0,2 mm jährlich. Die Pyramide am Thunersee hat unzählige Künstler inspiriert. Die Einheimischen glaubten, den Niesen von bösen Geistern bewohnt. Als erste bestiegen ihn Theologen, Dichter und Gelehrte. Erst im 19. Jahrhundert entwickelte sich ein Wanderboom. Da baute ein Wimmisser Leutnant einen Pfad auf den Gipfel und ein Berghaus mit 8 Gastzimmern. Das Haus steht noch heute, in der Form, wie es einst gebaut wurde. Das war bereits 1856 und eines der ersten Berghäuser im Berner Oberland. Es war ein großer Erfolg und wahrscheinlich auch ein Vorkämpfer für die Errichtung einer Bahn 50 Jahre später. Auf dem Gipfel musste man sich eintragen. Schön geschrieben, denn, ja, ja. Es kamen Ärzte, Pfarrer, Studenten und Privatiers. Wir haben übernachtet, also aus der ganzen Welt, von England, Berlin, Paris, Paris, Petersburg.